2016 MotoGP, ich wünsche mir einen fitten Dani Pedrosa, einen schnellen Valentino Rossi, einen Marc Marquez mit etwas mehr Hirn und einen Jorge Lorenzo in der 2015er Form. Denn dann wird 2016 eine richtig geile MotoGP-Saison. Ich bin gespannt, ob Valentino Rossi auch 2016 wieder um die WM kämpfen kann und was das Fahrerkarussell am Ende des Jahres ergibt. Ich freue mich 2016 auf Donnerstagspressekonferenzen mit Valentino Rossi und Marc Marquez, die mindestens so spannend wie die Rennen werden. Ich freue mich auf die MotoGP-Saison 2016, weil es ein Jahr des Umbruchs wird. Wir haben Michelin als neuen Reifenausrüster, wir haben eine Einheitselektronik und die Chancen, dass dadurch das Kräfteverhältnis durcheinander gewürfelt werden kann, ist groß. Ich freue mich auf eine MotoGP-Saison 2016, die auch ohne fragliche Manöver spannend wird.